Heute lassen wir ein Glücksrad alles über uns in Brookhaven entscheiden. Vom Outfit, über die Aktivitäten, über welches Auto wir fahren, welche Sachen wir essen, was wir einkaufen etc. pp. Wir machen alles, aber halt nicht selber, sondern mit unserem Trusty-Freund, dem kleinen Drehrad. Falls ihr neu seid und uns noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann würde ich sagen, let's go. Okidoki, wir sind jetzt in-game und natürlich wollen wir als allererstes ein schönes Auto. Dafür müssen wir natürlich erstmal gucken. Es gibt 19 Reihen. So, für die 19 Reihen machen wir hier einmal unseren ersten Spin. Wir sind in Reihe 15. Okay. Und jetzt 1, 2 oder 3. Wir können hier kriegen das Polizei-Rally-Auto, den Truck oder den komischen Solar-Truck. Das sind alles keine Banger, aber ich schätze mal, es ist, wie es ist. Und wir haben... Oh, ich werde gekidnappt. Ah, stopp. Wir haben den weirden Pickup-Truck. Den hier, weil wir Nummer 2 gekriegt haben. Cool. Das ist unser Auto. Yay! Aber keine Sorge, weil unser Auto ist natürlich noch schwarz. Aber wir wollen sicherlich eine prächtige Farbe. Und für Farben haben wir uns dieses wunderhübsche Wheel of Colors ausgesucht. Wo wir jetzt mal spinnen. Unser Auto wird yellow. Kein Problem. So, was ist denn ungefähr? Es war so ein helles Gelb. Ja, ne? Muss man selber wissen. Ist jetzt halt, sieht aus, als ob wir hier ein Müllauto fahren. Aber... naja, gut. Kann man nichts machen gerade in dem Fall. So, ich habe mich mal ein bisschen vom Trubel wegbewegt, damit wir uns hier in Frieden und Ruhe ein Outfit aussuchen können. Okay, für Outfits, keine Sorge, ich habe natürlich schon gezählt, gibt es erstmal 38 Reihen an Oberteilen. Und dann machen wir 1 bis 4 für die Spalten. Und unser Outfit wird sein... die Zeile Nummer 18. Okay, mal gucken, was in 18 so ist. Okay, wir können hier die 4 verschiedenen bekommen. 1, 2, 3, 4. Und wir kriegen die Nummer 3. Okay, kein Problem. Knappe 3. Das heißt, wir haben dieses Oberteil. Ist es okay? Das stört mich nicht. Wir gucken jetzt mal nach Hosen. Für Hosen gleiches Spiel, 38. Und dann schauen wir mal, was wir bekommen. Wir bekommen schon wieder die Nummer 18. Das wirkt langsam ein bisschen rigged, als könnten... Ah, nee, ist es eine 18 oder eine 19? Ich sag, das ist eher eine 18. So, 18 ist die Reihe hier. Und dann machen wir mal 1 bis 4. Und es ist die 2. Das heißt, wir haben diese Hose, die ihr gerade nicht an mir sehen könnt, weil ich zu weit im Fenster bin. Passt sie zu dem Oberteil? Nein. Aber keine Sorge, weil wir können jetzt ja natürlich ein Accessoire wählen. Und mit wählen meine ich 1, 2 oder gar kein Accessoire. Das werde jetzt erstmal unser Rad entscheiden. Und es wird 1. Okay, ich habe selbstverständlich schon gezählt und es gibt 15 Reihen. Aus denen wir wählen können. 15 mal 4. Ich habe das Gefühl, es kommt immer irgendwo in der Mitte raus. Aber gut, wir sitzen jetzt auf einer 10. Problematische Reihe. Wahrscheinlich, ich hoffe sehr auf eine 4. Die Hasenöhrchen wären noch verkraftbar, der Rest wäre ein Brett. 4, 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 4. Okay, haben wir Glück gehabt. Glück gehabt, wir haben die Hasenöhrchen gekriegt. Das Outfit ist noch nicht ruiniert. Damit haben wir unser Accessoire. Dann der gleiche Spaß mit der Brille. Wieder 1, 2 oder nein. Ich glaube, man kann auch nur 2 Accessoires nehmen. Wir kriegen 2 Brillen. Cool. Dann gibt es 15. Okay, Reihe Nummer 3. In Reihe Nummer 3 haben wir ihn hier, ihn hier, ihn hier und ihn hier. Alles keine guten. Wahrscheinlich hoffe ich auf die Verbrechermaske. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also nochmal eine 4 wäre nicht schlecht. Das ist keine 4. Das ist eine 2. Oder eine 3. Oh, das ist so auf der Kante. What? Okay, das ist literally so auf der Kante. Das werde ich nochmal rollen. Nicht nur, weil ich die 4 will, sondern auch, weil es einfach leider rigged ist. Okay, es ist clearly eine...
Das ist die 1. Da kann man nichts machen. Das ist unser Accessoire Nummer 1. Kein Problem. Und Brille Nummer 2 befindet sich in der Reihe 1. Okay, das ist noch eine Brille. Oh Gott, das wird euch hässlich werden. 1, 2, 3, 4. 2. Verstehe. Wir haben das hier. Sieht ein bisschen aus wie Augenbrauen. Aber kein Ding. Weil sicher wird alles jetzt besser werden mit den Haaren. Haare gibt es mal wieder deutlich mehr. Das heißt, hier scrollen wir eine Weile und wir landen auf der Reihe... Okay, wir scrollen überhaupt nicht eine Weile. Wir landen auf Reihe 2 und Spalte Nummer 3. Das sind die hier. Ohne Mist. Ich sag, die machen es ein bisschen besser. Denkt ihr nicht auch? Die bringen den Look ein bisschen mehr zusammen. Vor allem verdecken sie halt viel von den Brillen. Also muss man fairerweise sagen, das ist halt ein guter Beruf, den sie machen an der Brillenfront. Okay, kein Ding. Es läuft weiterhin gut. Wir haben natürlich noch zwei weitere Kategorien. Und zwar sind es Rucksäcke und Schwänze? Weiß ich nicht, was die Kategorie ist. Wir gucken erstmal, ob wir was wollen. Okay, ja ist 1 übrigens. Das heißt, wir wollen einen Rucksack und wir können gleich nochmal drehen, da muss ich die Räder nicht immer neu machen. Und wir wollen einen Fuchsschwanz, beziehungsweise irgendein Accessoire aus der Reihe. Fangen wir mit Rucksack an, wir zählen hier einmal durch. Rollen, 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 rollen. Oh mein Gott, wir landen so oft auf der 1, das ist richtig sick, da muss ich nie scrollen. Okay, Rucksack Nummer 1. Item Nummer 3. Item Nummer 3 ist schon wieder ein richtig hässliches, ne? Ist schon wieder ein richtig hässliches. Ich zeig's euch. Hier. So sehen wir aus. Ich sehe aus wie ein Zirkusclown. Weiterhin die Haare MVP von dem Ganzen, weil die einfach viel verdecken. Gleiches Trara nochmal mit der nächsten Item-Kategorie. Hier sind wir in Reihe Nummer 12. Nee, 13. Ich glaube 13. Und Spalte Nummer 3. Okay. 1, 2, 3. Wir waren lucky. Wir haben einmal ein gutes Item gekriegt. Ist das Outfit ein Banger? Nein. Aber es ist unser finales Outfit. Das ist, was das Rad entschieden hat. Da kann man jetzt nichts dran machen. Es ist nicht, was ich mir ausgesucht hätte. Aber gut. Kein Problem, weil wir machen uns jetzt natürlich erstmal... Also von hinten sieht es gar nicht schlecht aus. Ohne Mist. Okay, pass auf. Ich werde gar nicht lügen. Die Häschenohren mit dem Schwarz-Weiß, mit dem Rock mit dem Schwarz-Weiß und den Schuhen mit dem Schwarz-Weiß und den Haaren, die wirklich viel covern. So von hinten, wenn ich laufe, sieht das okay aus. Sieht das nach einem Outfit aus. Dann drehen wir uns leider um. Ich sag, die Brillen machen mir viel kaputt. Ohne die Brillen wäre es gar nicht so schlimm. Aber ist okay. Das Rad hat entschieden. Wir gehen jetzt erstmal in den lokalen Supermarkt und holen uns etwas zu essen. Essen ist nummeriert wie folgt. 1 ist Eis. 1 ist Eis, 2 sind Doritos, 3 ist Pizza, 4 ist Apfel, 5 ist Banane, 6 ist Schokolade und 7 ist andere Schokolade. Also 6 und 7. Wir landen auf 2, also holen wir uns eine Tüte Doritos und gehen weiter auf zum Friseursalon, denn unsere Haare sind zwar ausgewählt, aber die Farbe von ihnen ist natürlich noch nicht ausgewählt. Und da muss man natürlich erstmal nochmal gucken, was ist wirklich unsere Berufung. Wheel of Colors. Here you go again. Wir können natürlich keine natürlichen Farben machen. Wahrscheinlich am ehesten gelb. Aber es ist Indigo geworden. Finde ich gar nicht so schlecht. Relativ nah dran, oder? Und here we are. Das verdeckt natürlich... Okay, eigentlich von hinten? Keine Feier. Gar nicht schlecht. Von vorne verdeckt es halt die weirden Brillen nicht. Das ist leider so ein bisschen unser einziges Manko. Aber ansonsten stören mich die blauen Haare nicht. Ich finde die eigentlich ganz cool. Ich hätte auch gerne bunte Haare wieder, aber ich werde es nicht tun. Ich habe mich im Griff. Ich werde es nicht tun. Ich bin ganz vorbeigelaufen. Unsere nächste Wahl ist selbstverständlich beim Eisladen. Und zwar haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Sorten. Und wir machen Sorte Nummer 4. Bubblegum. 1, 2, 3, 4. Ich hasse Bubblegum-Eis, aber es passt immerhin farblich zu unserem Outfit. Ich habe einmal, habe ich als Kind Schlumpfeis gegessen. Weil ich dachte halt, es sieht cool aus und ich habe ständig andere Kinder gesehen, die das bestellt haben. Aber ich habe es gehasst. Ich fand es richtig ekelhaft. Ich weiß nicht, wer freiwillig Schlumpfeis isst. Falls ihr Schlumpfeis esst, dann tut es mir natürlich persönlich leid für euch, dass ihr so schlechten Geschmack habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Augen carryen hier ein bisschen, weil der Übergang von Eis zu Haaren ist perfekt dargestellt in unseren Augen. Also, Dankeschön.
Unsere nächste Auswahl hat nichts mit Farben zu tun. Wir sitzen hier und wählen eine dieser drei wunderbaren Waffen aus, damit wir auch die Bank ausrauben können, okay? Wir können ja nicht einfach nur durch die Stadt laufen und was essen und uns ein hässliches gelbes Pickup-Auto machen. Nein, wir müssen auch für alle Fälle gewappnet sein. Das heißt, 1, 2 und 3. Lame. Aber ist okay, meinetwegen. Kann man nichts machen, ist wie es ist. Haben wir jetzt auf jeden Fall, sind wir ausgerüstet. Okay, honestly, je länger ich das Outfit sehe, desto... Es ist gar nicht so, so kacke. Also die Brillen stören mich halt. Aber abgesehen von den Brillen, gar nicht übel. Nehmen wir den Hubschrauber-Glücksrad. Nein, okay, dann nicht. Dann laufen wir halt. Und setzen uns in die U-Bahn. Aber die Frage ist natürlich, wir sind in der U-Bahn, aber wo kommen wir raus? Wir haben 1, 2, 3, 4 einige Möglichkeiten zur Auswahl. Und es ist die 3 geworden. Das heißt, wir steigen aus, ich will nicht sagen Stadt, weil hier waren wir schon in der Downtown-Station. Aber scheinbar sollen wir hier bleiben, okay? Wenn wir hier bleiben sollen, dann bleiben wir halt hier. Okay, dann gehen wir halt nicht an den See oder irgendwo ins Feld oder zum Park. Oh, hallo, Mister. Darf ich einmal mitfahren, bitte? Dankeschön. Ich darf scheinbar nämlich hier nicht auf anderem Weg aus der Stadt kommen, okay? Deswegen fahren wir jetzt hier mit einem Fremden mit, gucken, wohin er uns bringt. Sollen wir im Auto vom Fremden bleiben? Und die Auswahl ist... Ja. Okay. Mal gucken, wo er uns hinfährt. Oh, ich glaube, wir sind angekommen. Wir sind hier angekommen bei Haus Nummer 15. Wenn das nicht mal ein Zeichen ist, ich kaufe sonst immer Haus Nummer 15. Haus Nummer 15 ist vorbei, aber wir können hier Nachbarn werden und wählen unser Haus. Okay, Reihe Nummer 13. 13 ist eine gute Reihe. Wir können die beiden Häuser kriegen. Ich gucke mal bei 1 oder 2. Und das sieht aus wie Haus Nummer 2. Das heißt, das hier ist das Haus, was wir errichten. Und ihr alle wisst, was jetzt kommt. Welche Farbe soll denn unser Haus nehmen? Es ist gerade nicht wirklich hübsch. Okay. Teal. Das ist gar nicht schlecht, weil unser Haus ist eher grau im Moment. Und wir sind ja eher ein farbenfroher Geselle. Ist das ungefähr ein Match? Ich würde sagen, das ist close enough. So, das ist unser Haus. Es kann leider nicht so viel sich außen verfärben, aber wir haben jetzt einen Teppich und einfach ein paar Farbaccessoires in dem, Ton. Unser Haus ist eigentlich nicht schlecht. Wir haben hier eine große Statue, ein großes... Honestly, das ist gar nicht schlecht. Wir haben hier ein riesen Schlafzimmer. Großen Balkon, zweites Bett, Kamin direkt neben dem Bett, kleine Leseecke. Eigentlich ganz cozy, hier so ein kleiner Schacht. Ist das das Badezimmer? Hell yeah, das ist das Badezimmer. Okay, gar nicht übel. Gut, das war's aber dann auch mit dieser Folge. Wir haben alle Entscheidungen treffen lassen. Wir leben jetzt in unserem schönen Haus mit unserem mittelschönen Auto, unserem mittelschönen Pickup-Truck. Aber da kann man halt nichts machen. Manchmal ist die Entscheidung einfach so, wie die Entscheidung ist. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch, da abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut, tschüssi!